Hallo Welt, da sind wir wieder, hier bei We Happy Few. Und wenn ihr diese Folge seht, dann ist der Groschen gefallen. Ihr habt euch entschieden, ihr wolltet eine vollwertige Serie bei uns auf dem Kanal dazu sehen. Und wir starten mit einer Doppelfolge. Das ist der erste Teil. When we were young. Und im Anschluss, wie gewohnt. His name was Stripe. Und im Anschluss an diese nun erste Folge, eigentlich offizielle Serienfolge, natürlich gehören die Folgen aus D-Net mit dazu. Aber im Anschluss an diese Folge gibt es dann noch eine zweite Folge, so wie ihr das gewohnt seid. Wann die Folgen rauskommen, das könnt ihr dann zum Beispiel dem Sendeplan entnehmen. Der ist ja bei Facebook schon seit einigen Monaten veröffentlicht. Oder der Videobeschreibung. Beziehungsweise der Ankündigung auf Facebook. Da werden ja auch die Folgen immer angekündigt. Und da steht dann auch drin, wann diese Folge kommen wird. Ob das jetzt einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr kommt. Mit einer Folge, mit zwei Folgen, mit 10 Folgen. Oder ob es vielleicht sogar täglich kommt. Oder ob es vielleicht in der ersten Woche täglich kommt. Ihr werdet es dann eben erfahren. Da muss ich mir zum Zeitpunkt jetzt dieser Aufnahme also nochmal Gedanken machen, wie wir das so zeitlich am besten hinbekommen, damit auch die anderen Serien, die schon laufen bei uns auf dem Kanal, darunter nicht leiden. Wir werden jetzt hier also unseren Aufgaben in We Happy Few nachgehen und wir können uns hier verbergen. Verborgen sind wir dann hier in den gelben Blumen. An dieser Stelle bedanke ich mich auch nochmal für eure Mitarbeit, dafür, dass ihr abgestimmt habt und dafür, dass ihr euch eine Serie zu diesem wunderbaren Titel gewünscht habt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich liebe Herzen und das ist doch mal ein schönes Herz. Aha. Oh. Ja, der sieht wenigstens glücklich aus. Wir gucken mal, finden wir hier drin etwas? Wir finden hier sogar eine ganze Menge drin. Da drin meine ich der Bobby. Bobby, sagt man dazu, wusste ich ja auch. Jetzt habe ich vielleicht mal gehört irgendwo, aber nicht so richtig drüber nachgedacht. Klemmt. Ja, wir werden nicht durchraschen, wie man das von uns gewohnt ist. Werden wir uns viel Zeit nehmen, wir werden uns alles gemütlich angucken, so hoffe ich zumindest. So machen wir das ja in allen Serien bei uns, deswegen haben wir auch immer ein paar mehr Folgen als vielleicht üblich. Kann man das überhaupt sagen, üblich? Jeder spielt doch so, wie er es mag und wie er es möchte. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Besondere auch daran, dass wir halt versuchen zumindest in jede Ecke zu gucken. Und natürlich, eure Mitarbeit, eure rege Mitarbeit ist natürlich herzlich willkommen, ist natürlich super willkommen. Ich freue mich immer darüber, Kommentare über eure Likes natürlich, das ist ganz wichtig. Es kann natürlich auch so kommen, dass wenn die Serie jetzt doch total unbeliebt ist, dann wird daraus vielleicht doch nichts. Nein, nein, sowas machen wir nicht, oder? Haben wir das schon je gemacht? Nein. Erstmal mussten wir das nie machen, gar keinen Gedanken daran verschwenden. Und zweitens, nö, wenn eine Serie anfängt, dann ziehen wir das auch durch. Komme da, was wolle. Und dazu vielleicht zu Serien, die jetzt nicht unbedingt weiterliefen. So etwas wie Enderal ist ja auch noch nicht zu Ende. Mal ganz kurz dazu. Es ist auf Eis gelegt vorerst, aber es ist nie geplant, diese Serie vorzeitig vor dem Ende, also zu beenden. Die Serie wird weitergehen. Es ist eben ein bisschen viel passiert und Enderal sollte da nochmal aufwarten mit einem, ja, mit einer Erweiterung, mit einem alternativen Ende oder mehreren Enden sogar. Und dann soll es auch wieder weitergehen. Es ist zu der Zeit ja, als Enderal noch aktuell auf dem Programm war bei uns, da ist ein bisschen viel passiert. Das andere wäre Alex. Alex ist auch leider auf Eis gelegt. Da kann ich zu sagen, es wird beides weitergehen. Also wenn wir eine Serie anfangen, dann machen wir die auch.
Nicht so wie bei The Evil Within, tut mir leid, aber das war einfach nicht möglich. Das war technisch nicht möglich. Auf der einen Seite, und dann muss ich gestehen, auch weil es für mich zu schwierig war. Ja, 1 Million Mal eine halbe Stunde wiederholen, und also ich gebe es zu, ich habe da in einer Nacht, das habe ich glaube ich damals aber auch schon gesagt, ich habe in einer Nacht, in der ich ansonsten für die ganze Woche aufnehme, habe ich vielleicht für The Evil Within gerade mal 1 oder 2 Folgen geschafft. Und das kann nicht gehen, das kann ich nicht. Und da habe ich dann auch keinen Spaß mehr dran, deswegen gibt es die Serie auch nicht. Aber das merkt man dann ja auch. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz anderes Thema. Alex, da waren wir gerade gedanklich stehen geblieben noch. Wir laufen immer noch hier auf der Wildwiese rum. Aber hier ist auch schön. Man kann hier so schön rumrennen und sich Gedanken machen. Ach, einmal entspannen und nichts passiert. Keine wilden Tiere, nichts greift einen an. Und wir sind bei Alex gedanklich. Auch der Titel ist für mich super schwer, wird weitergehen, Dave, aber im Moment brauche ich ein bisschen Zeit. Das heißt, ich muss ein bisschen die anderen Titel vorproduzieren, damit ich da also mit Alex ordentlich Zeit habe, damit ich da dann nicht mal einen Tag in der Woche produziere und dann wieder was anderes habe. Nee, Alex ist so, da muss ich richtig rein, und der ist schon ziemlich schwierig, finde ich, und auch umfangreich, natürlich, sind ja die meisten Titel bei uns auf dem Kanal auch. Da werden wir, da, wie gesagt. Da werden wir bald weitermachen, wenn es die Zeit dann hergibt. Der ist doch hier schon geerntet. Kann es sein, dass wir jetzt einmal im Kreis gelaufen sind? Hat nicht mal einen Tag gedauert. Also Endral wird weitergehen, Alex wird weitergehen. Und was war sonst noch offen? Ja, und die anderen, die laufen ja noch. Ja, und was dann hieraus wird, werden wir sehen. Also wie oft ich das schaffe, das zu veröffentlichen hier in der Woche. So, liebe Welt da draußen, so viel dazu. Das war schon wieder viel zu viel. Jetzt versuchen wir mal hier in die Stimmung einzutauchen wieder. Ja, ich glaube, wir sind einmal rum. Gucken wir noch mal auf die Karte. Wo sind wir eigentlich? Ach, wir sind schon anderthalb Mal rum. Ja, dann geht's jetzt aber wirklich hier mal. Moment. Ach so, ja, die Sachen haben wir entdeckt. Die Ausgrabung, hier die Grabungsstelle interessiert mich ja. Fremder im fremden Land. Die Luke auf Ilpai Horm finden. Okay, das ist unser Ziel jetzt. Ja, also den Marker hier brauchen wir nicht mehr, den brauchen wir dann hier einmal. Und wir brauchen hier eine Wasserquelle, damit wir, da werden wir den Marker dann setzen. Well, it's time to sneak off to the cinema. I wonder what's playing. Mal sehen, wie die Leute uns gegenüber auftreten. Können sie uns leiden oder nicht? Wir sollten uns hier nicht so unbeliebt machen und einfach überall in die Häuser reingehen. Manchmal mögen sie es nicht. Aber das sind doch Ruinen hier. Kann man doch mal gucken. Ja, fangen wir hier mal an, diese Ruine hier zu durchsuchen. Und wir schmeißen mal hier so einen Stock auf die Straße, damit wir wissen, dass wir hier gewesen sind. Vielleicht bleibt er ja da. Werden wir dann sehen. Ja. Peng. Was war das? Ach so, es wurde geladen. Ah. Natürlich, wenn wir ein Bett finden jetzt, wäre das auch super. Dann könnten wir erstmal schlafen gehen. Und eine Taschenlampe wäre vielleicht ganz nett.
Federn. Müssen wir noch herausfinden, was wir mit Federn anfangen können nachher. Das ist sowieso kaputt. Das fällt hier niemandem auf. Das merkt niemand. Genau, 20 Groschen Sovereign haben wir da. Das ist aber eine große Flamme hier drin. Schön. Okay, nicht zu hören. Ja, wir brauchen eine Schlafmöglichkeit irgendwie. Oh, Mülltonne. Viel können wir aber auch nicht mehr sammeln. Ich hoffe, wir finden mal einen Händler oder so etwas. Gute Bürger sind in der Nacht daheim in ihren Betten. Wenn dich die Polizei in der Nacht beim Herumschleichen im Village erwischt, wird es dir übergenommen. Also unsere Hauptsorge ist jetzt erstmal ein Bettchen. Natürlich unsere Luke. Damit hätten wir vielleicht gleich mehrere Probleme auf einmal gelöst. Ja, die wäre da vor uns. Oh, 530 Meter noch entfernt. Ob wir das erstmal machen sollen, jetzt wo es in der Nacht ist? Looten können wir besser am Tag, glaube ich. I've always sort of liked the night. Quiet. Aside from the occasional scream. Ja, komm. 530 Meter. Nicht, dass wir noch in irgendein Loch fallen oder so, weil wir nichts sehen. Die sind aber ganz schön unterwegs hier, ganz schön viele. Ja, was so auf dem Weg liegt, durchsuchen wir mal. Die rennen doch hier nicht über die Wiese, das machen doch nur wir. Aha. Hoffentlich gibt es hier keinen Sumpf. Oh oh. Yourself, Arthur. Aha, in diesem Gebäude, ich sehe es schon. Ja, da wird wahrscheinlich noch eine Luke sein und ich hoffe ja auch ein Bett für uns. Oh nein. Sieht er uns? Oh, scheinbar nicht. Okay. Suchen wir mal den Hintereingang. Zum Glück laufen sie nur auf der Straße umher.
Das hat doch bestimmt einen Hintereingang, das Haus hier. Okay. Große Tür. Nicht für uns. Ist das denn überhaupt das Haus, das wir suchen, oder? Quest abgeschlossen. Fremder im fremden Land. Die Luke finden. Quest gefunden, Superhirn. Können wir überhaupt schwimmen? Die Luke kann doch nicht da oben sein. Ist die unter Wasser hier? Ich traue mich nicht ins Wasser. Manchmal kann man ja nicht schwimmen. Das ist doch bestimmt nicht tief. Onkel Henry! When is Uncle Henry coming back? I don't know. But we surrendered. We did. Look, Dad won't talk about it. Maybe they drafted him. Can they do that? Who's gonna stop them? I can't hear you. The Germans can do whatever they want until someone stops them. The Russians, for example. So when is he coming back? I don't know, Percy. I don't know. The Germans, they don't explain things. They just give orders. Why? Well, because I don't know why. I'm sort of worried that he might have volunteered. I don't understand. It's probably for the best. So, so. Aber wo ist unsere Luke? Nochmal, die kann ja nicht da oben in der Luft sein. Und worauf stehen wir hier eigentlich? Ist das eine Drohne? Das ist doch kein richtiges Flugzeug. Eine Bombe vielleicht. Warum gehen wir nicht durch die Tür einfach? Moment. Wir dürfen die Schalter benutzen. Moment, das funktioniert aber nicht in der Nacht mit dem Sitzen. Och, wenn wir hier irgendwas drücken können, dann machen wir das doch. Schalter benutzen. Grün und grün und drehen, am Rad drehen. Endlich dürfen wir wieder am Rad drehen. Gelbes Kabel führt da hinten hin. Hier kommen wir aber nicht durch von dieser Seite. I wonder if this is how Percy felt, not fitting in anywhere. Odd. Why are there cables coming out of that painting? Why does that bookshelf look like it doesn't quite fit? I wonder if it's some sort of secret door.
Gelbes Kabel, sage ich nur dazu. Können wir das schließen? Nicht, dass irgendwer hier reinkommt. Außerdem wird's kalt. Ah ja, gut. Klemmt. Ach. Ich denke, hier ist unsere Luke. Aber natürlich doch. Code prüfen. Superhirn. Aufheben. Lesen. Viel Spaß mit meinem kleinen Rätsel. Dumm, ich weiß. Aber es hält die Säuglinge fern. Erstens, wähle ein Symbol für jeden Knopf. Zweitens, überprüfe sie mit dem Hebel. Drittens, wenn du dreimal falsch liegst, wird das Rätsel zurückgesetzt. Sonst wäre es zu lächerlich einfach. Aha. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Aha, eins ist richtig. Zwei. Ah ja, okay. Ah, richtig. Nicht richtig? Haben wir geschafft? Tut mir leid, liebe Welt da draußen, ich kann jetzt nicht wirklich einen Tipp geben, wie wir das gemacht haben. Ich habe einfach 1, 2, 3 gesagt. In den meisten Titeln funktioniert das nicht. Aber wir hatten wohl Glück. Oder müssen wir das nochmal machen? Haben wir das vielleicht falsch gemacht? In unserem Fall scheint das wohl richtig zu sein. Ja, sonst wäre doch die Tür da nicht aufgegangen. Na endlich, wir haben einen Schutzraum. Oh, jetzt dürfen wir hier noch den Strom einschalten, ich verstehe. Zeug kaufen, ach prima. Eklig hier drin? Komische Luft oder Nebel? Nein? Oh, Chemiesatz! Chemiesatz verwenden. Entwurf, anständige Schuhe. Na klar, das nehmen wir mit. Und da liegt doch noch was. Entwurf Spitzstock. Jep. Liegt hier auch noch was? Oh ja. Entwurf Krähenfüße. Rad drehen. Das war der Strom. Gleiszugangsluke aktivieren.
So viele Sachen. If I hadn't smoked in high school, I could carry a bit more. Ja, dann müssen wir doch mal ausprobieren hier. Spacebar schließen, Tab Inventar. Das ist der leere Schrank jetzt. Wo ist unser Inventar? Können wir da irgendwas reinlegen? Was hätten wir denn gerne da reingelegt? Steine, wir haben noch so viele Steine gesammelt unterwegs. Da, 13 Steine. Bewegen. Hey, das hört sich so an, als hätten wir das weggeworfen. Durchsuchen nochmal. Nein, das ist hier drin. Okay, wir können also Sachen ablegen. Ah, wunderbar. Moment, Moment. Nicht so schnell. Ich weiß ja nicht, ob die nachher verschwinden, wenn sie da einmal drin sind. Ach so, unser Inventar. Ja, ist doch ganz einfach. Da die Vogelbeeren. Ja, komm, legen wir mal den ganzen Stapel ab. Und wenn die weg sind nachher? Ach, dann sind sie weg. So ein kleines Lager hier hinbauen. Was ist das? Krähenfüße. Oh, tut Leuten an den Füßen weh und macht sie langsamer, verursacht geringen Schaden und schränkt vorübergehend die Bewegung von Leuten ein, die drauftreten. Ja, und Pfeile? Eine blödsinnige Waffe, außer man bestreicht sie mit einer lustigen Substanz. Fügt im jetzigen Zustand geringen Schaden zu, kann verwendet werden, um verschiedene Drogenpfeile zu fertigen. Machen wir das mal so hier. So, was auf die hohe Kante gelegt, schnell. Oh, hier haben wir nur den Blitz. Schneller rennen. Nö. Wie wär's denn hier mit so einer Schaufel? Wäre nur wirklich schade, wenn die Sachen dann doch nachher weg wären. Das wäre übel. Ja, wir riskieren es jetzt einfach. Das wird schon einen Grund haben, dass man das hier ablegen kann. Das ist bestimmt nachher noch da. Kohle. Haben wir noch nie gebraucht. Was? Zerfetzter Regenmantel? Gummiartige Fetzen. Fertigungszustand. Ja, rein damit. Fertigungszustände können wir doch alle hier reinschmeißen eigentlich. Da haben wir auch hier so viele Metallteile. Das soll jetzt aber erstmal reichen. Gucken wir erstmal, ob das Zeug drin bleibt. Das wäre schon ärgerlich genug, wenn das jetzt drin bleiben, wenn das verschwinden würde, meine ich. Die Luke, Gleis, Zugangsluke. Good. Now I won't need to cross bridges to get here. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ach, Druckluftvorrat. Moment, wir hätten das hier reinschmeißen sollen, oder? Natürlich. Dein Vorrat dann hat unbegrenzte Lagerkapazitäten. Fertigungsbestandteile, die hier gelagert werden können, überall verwendet werden, ja. Überall? So ganz bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Überall. Müssen wir mal ausprobieren. So viele Betten.
Werkbank aufrüsten erfordert Mechanik-Aufrüstsatz. You can't run with all this stuff. You better throw something away before something starts chasing you. Ja, ja, das wird schon. Oh, wir sind jetzt aber langsam. Ja, liebe Welt da draußen, ich denke, in der nächsten Folge werden wir das also hier in den Druckluftvorrat reinwerfen. In dieser Folge sind wir durch. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.